Ja, und ich Trottel bin da hingefahren. Wir hatten nicht vor, Deutschlands nachhaltigstes Tagungshotel zu errichten, sondern wir wollten dann ein Haus bauen, was möglichst wenig Geld in der Betriebsphase kostet. Wenn wir keine Gäste und keine Mitarbeiter hätten, dann wäre das alles hier nur ein Haufen schöne Steine. Nachhaltigkeit ist nicht teurer, wie immer dieses Vorurteil ist, sondern ist mittel- und langfristig gesehen deutlich wirtschaftlich günstiger. Ich wollte eigentlich so ein bisschen die Füße hochlegen und wollte mal ein bisschen langsam machen. Im Jahr 2000 begab sich Michael Stober, Generalübernehmer für Altbausanierung, auf die Suche nach einer ruhigen Immobilie auf dem Land. Auf einer Anhöhe mit Blick in die Umgebung. Bei der Besichtigung von zwei Herrenhäusern an der Ostsee stellte er schweren Schwammbefall fest und fuhr frustriert nach Berlin zurück. Er schilderte einem Freund seine Enttäuschung, woraufhin dieser einen bedeutungsvollen Ratschlag gab. Da sagte er zu mir, hast du nicht gesehen, das Ding von dem Borsig da in Großbenitz bei Nauen? Da habe ich gesagt, ja, habe ich schon gesehen, aber ist ziemlich groß. Da sagt er, macht nix, fahr da mal hin, du schaffst das schon. Ja, und ich Trottel bin da hingefahren. Da sind schon die Bäume aus den Dächern rausgewachsen, Zwischendecken waren eingestürzt. Der ganze Hof war ein kleines Wäldchen mit den netten Hinterlassenschaften einer kaputtgegangenen LPG, verrostete Anhänger, Altgummireifen. Da sagt das Objekt zu mir, du machst es oder keiner. Also habe ich diesen Haufen schöne Steine gekauft. Komplette Ruine. Und jeder hat gesagt, Mann, lass da bloß die Finger von. Das ist Brandenburg, das schaffst du nicht. Und je mehr Leute mir gesagt haben, dass ich es nicht schaffe, umso mehr hat es mich darin bestärkt, das Ding anzugehen. Mittlerweile haben wir hier fast 31 Millionen Euro, hoffentlich nicht in, sondern auf den Märkischen Sand gesetzt. Wir haben 70 Vollzeitmitarbeiter und 150 Freelancer oder Teilzeitkräfte, die uns helfen, die vielen Veranstaltungen hier zu realisieren. Im Landgut Stober gibt es heute 30 Tagungsräume, darunter zwei, in denen jeweils bis zu 750 Personen Platz finden können. Das Tagungshotel bietet insgesamt 130 Doppelzimmer und 170 Einzelzimmer. Wir sehen hier jetzt ein großes Doppelbett in einer Junior Suite unseres Bio-Hotels. Meine Frau und ich haben dieses Bett entdeckt von Kokomat. Und für die Gäste in der Junior Suite haben wir auch so ein kleines Kissen noch da von der Firma Kokomat. Da ist Lavendel drin. Ne? Diese ätherischen Öle sorgen einfach dafür, dass man ganz, ganz wunderbar schläft hier bei uns. Neben einer sehr originellen Bar zum Feiern verfügt das Landgut Stober über vier Küchen. Für mich ist ganz wichtig die Regionalität, dass man wirklich alles oder viel im Umkreis von 100 Kilometern bekommt. Mit den regionalen Lebensmitteln ist es etwas schwieriger als aus dem Großmarkt, weil man sich das zusammensuchen muss. Aber der Geschmack dafür ist überzeugt. Wir hatten nicht vor, Deutschlands nachhaltigstes Tagungshotel zu errichten, sondern wir wollten dann ein Haus bauen, was möglichst wenig Geld in der Betriebsphase kostet. Und so kamen wir auf die Idee mit der Photovoltaik oben auf dem Dach. Die produziert auf 900 Quadratmetern mehr Strom, als wir im Hotel verbrauchen. Eines Tages saß ich auf unserer Seeterrasse und guckte rüber auf die andere Seite, wo der große Park ist. Und diese vielen Bäume, die da standen, haben mich inspiriert. Und ich dachte, Mensch, das ist doch eigentlich modern gesehen unser Öl. Also baute er eine Hackschnitzelheizung ein, die härtesten Feinstaubregulierungen einhält. Und bereits im ersten Winter habe ich 60.000 Euro eingespart. Ich hatte nach 2 Jahren meinen Break-Even und habe damit richtig Geld verdient und bin dann im Winter immer mit einem Grinsen im Gesicht über den Hof gelaufen. Auch das Regenwasser wird in mehreren unterirdischen Zisternen mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 400 Kubikmetern gesammelt, um die WCs zu versorgen. Das spart sowohl Frischwasserkosten als auch Verbrauch.
Diese Maßnahmen haben unter anderem dazu geführt, dass das Landgut Stober seit 2013 klimaneutral und seit 2018 klimapositiv ist. Und 2017 haben wir uns mal den Spaß gemacht und haben unsere Zahlen neben die gleichen Zahlen eines Hotels, was keinerlei Nachhaltigkeit realisiert, gestellt. Und die erstaunliche Erkenntnis war, wir können 4,6% preiswerter anbieten als ein anderes Hotel, was überhaupt nichts macht mit Nachhaltigkeit. Mein Mann und ich hatten 2017 die Idee, dass wir gerne einen Unternehmerkongress starten wollten. Und der sollte von Anfang an auch einen starken Schwerpunkt in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie haben. Für mich war klar, wenn es irgendwie geht, sollte das an einem Ort sein, der selber auch für Nachhaltigkeit steht. Michael Stober gibt uns seit dem ersten Kongress eigentlich immer die Ehre, dass er als Gastgeber sozusagen mit dem Kongress eröffnet. Es ist für den Kongress wirklich auch schön, weil er hebt jedes Mal hervor, welche Kosteneinsparungen er durch die Ökomaßnahmen hat in seinem Hotel. Ich selber, ich bin nicht reich geboren und ich habe auch nicht reich geerbt. Ich habe noch zwei Brüder, wir haben ziemlich arm gelebt damals, alles secondhand. Das war nicht einfach. Und studiert habe ich jetzt auch nicht so wirklich. Ich habe mal Philosophie angefangen, aber das war mir zu wenig Pragmatismus dabei. Dann war ich Bronzegießer, ich habe in Kneipen gearbeitet, Wein ausgeschenkt. Ich war Musiker. Irgendwann habe ich angefangen, alte Möbel zu restaurieren. Irgendwann waren es dann ganze alte Häuser. Bei der Finanzierung des Projektes, das war schon auch echt eine Challenge. Die Banken, die ihn als Bauunternehmer noch gerne finanziert haben, schickten ihm die Finanzierungsunterlagen für das Landgut zu unserer Entlastung kommentarlos zurück. Schließlich fand er mit der Triodos Bank einen Partner auf Augenhöhe. Die ersten 7 Jahre hat das Unternehmen Verluste gemacht. Neben den Investitionen musste ein Betriebskredit aufgenommen werden, um die laufenden Kosten zu decken. Für mich privat war das damals so, dass ich fast 3 Jahre hatte, wo ich nicht wirklich wusste, wovon ich nächsten Tag im Supermarkt das Essen einkaufen sollte. Im 8. Jahr und im 9. Jahr hatten wir dann tatsächlich einen wirtschaftlichen Effekt, dass wir mal wenigstens eine schwarze Null geschrieben haben. Aber auch nur deshalb, weil meine Frau und ich schon damals auf ein Geschäftsführergehalt verzichtet haben. Die 3 Jahre danach waren dann so, dass wir einen Gewinn erwirtschaftet hatten. Wir konnten den Betriebsmittelkredit zurückführen und wir konnten den Mitarbeitern erheblich die Löhne erhöhen und denen auch was zurückgeben von dieser sehr, sehr schwierigen Zeit. Haben wir dann den Weg zur Gemeinwohlökonomie gefunden und haben uns dann bilanzieren lassen. Was ich sehen kann, ist zum einen, dass ihm die Gemeinwohlökonomie wirklich am Herzen liegt und dass ihm vor allem auch am gegebenenfalls auch zu sagen, okay, und wenn es da finanzielle Unterstützung braucht, schiebe ich da auch finanzielle Unterstützung rein. Seit 2017 fließen 20% unserer Gewinne zurück an die Mitarbeiter in Form von höheren Löhnen oder Sozialleistungen. Weitere 20% spenden oder stiften wir für soziale oder humanitäre Zwecke. 40% verbleiben im Unternehmen, werden reinvestiert für Verbesserungen hier und für die Mitarbeiter. 10% bekommt die Bank, die uns finanzierende Bank, damit sie auch mitlachen kann. Und 10% sollen dann bei mir und meiner Frau ankommen, bei meiner Familie. Da kam bisher noch nichts an, aber das ganze Team arbeitet daran. Machen wir uns nichts vor, Gehälter, Ausschüttungen sind immer wichtig und jeder freut sich über jeden Cent und finde das auch gut, dass das Landgut Stober da sehr transparent ist. Wenn wir die Mitarbeiter nicht hätten, hätten wir auch keine Gäste. Wenn wir keine Gäste und keine Mitarbeiter hätten, dann wäre das alles hier nur ein Haufen schöne Steine. Und deshalb ist uns das wichtig, dass wir Mitarbeiter haben, die entspannt die Arbeit erledigen können, die sie da machen. Und dass sie in dem, was sie hier tun, einen Sinn finden. Wir sind doch eher wie eine große Familie. Wir haben diese flache Hierarchie halt. Damit können wir gut arbeiten, da wir auch sehr nah an den Chefs sind in dem Sinne. Und wir schnell eben mit ihnen gemeinsam, auch wenn wir selber nicht weiterkommen, Lösungen zusammenfinden. Das macht's halt aus. So finde ich, man fühlt sich mehr geschätzt vor allen Dingen. Man kann ja frei auftreten. Klar gibt es auch Streit und klar gibt es auch mal, dass man sich mal nicht anguckt. Aber am Ende des Tages geht man doch immer mit einem Lächeln nach Hause.
1866 hatte Albert Borsig, Sohn des Industriellen August Borsig, die bahnbrechende Idee, die Werkskantinen mit selbst hergestelltem Essen zu versorgen und erwarb dazu das heutige Landgut Stober in Groß-Benitz, einem Ortsteil von Nauen, 20 Kilometer westlich von Berlin. Dieses Bild von Karl Eduard Biermann zeigt Borsigs Maschinenbauanstalt zu Berlin in der Chausseestraße. Diese Fabrik war in der damaligen Zeit aus mehreren Aspekten zukunftsweisend. Da seine Arbeiter in den wenigsten Fällen fließend Wasser zu Hause hatten, baute er in der Fabrik eine Badeanstalt. Zudem hat August Borsig das weltweit erste auf dem Solidarprinzip basierende Sozialsystem eingerichtet. Unter Dr. Ernst von Borsig Junior haben sich hier die Mitglieder des Kreisauer Kreises, der größten Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus, sich insgesamt 7-mal getroffen. Daraus haben wir unser heutiges Motto abgeleitet. Schon vor 80 Jahren haben sich hier Menschen getroffen auf dem Landgut, um über Veränderungen in der Welt zu sprechen. Über eine bessere Welt. Und das ist genau unser Spirit. Hoffnung gibt mir hier der Unternehmer, Herr Stober, so weit, dass ich denke, dass ich da hier meine große Scheibe abschneiden sollte, weil es kann funktionieren und es sollte heutzutage funktionieren. Und hier sieht man, dass es funktioniert. Das Thema Nachhaltigkeit ist einfach wichtig für uns alle und vor allen Dingen für die jungen Menschen, die noch ein paar Generationen auch in die Welt setzen wollen und so. Ich mache ja dann auch manchmal so Führungen zum Thema Nachhaltigkeit hier über das Landgut. Und letztens kam ein älteres Paar auf mich zu und sagte: Naja, Herr Stober, vor 2 Jahren, da haben wir mit Ihnen mal so eine Führung gemacht. Und das hat uns sehr beeindruckt, das hat uns gar nicht losgelassen. Und wissen Sie was, letzte Woche, da waren wir auf dem Baumarkt und haben uns auch 2 Regentonnen gekauft. Unser Garten wird jetzt mit Regenwasser bewässert. Da habe ich dann gleich gesagt, das ist ja ganz wunderbar. Und wissen Sie was, der erste Schritt, der ist der schwierigste.